Jetzt geht es darum, wie ich die Lage der Rippen verändern kann. Also was günstig ist, ist jetzt einfach herzugehen, zu sagen, ich möchte von den Rippen, da die ziemlich viel Informationen haben, nur einen Teil sehen. Ich schalte also Display Mode auf Wireframe um, dann sehe ich das. Hier ist immer ein Punkt, das ist das Zentrum des Sketches, das darunter liegt. Wenn man den Sketch mal einschalten, sieht man das hier. Und dann lassen wir es so stehen. Und B-Face haben wir jetzt hier. Wir erzeugen, das sieht sich dann auch besser an. Hier einfach mal eine Map. So. Und dann können wir loslegen und können sagen, wir nehmen den mittleren, den hier und verschieben den. Und dann können wir den natürlich auch drehen. Oh, jetzt habe ich den falschen erwischt. Ich muss den Sketch hernehmen, muss so drehen. Und kann den dann auch in die andere Richtung drehen. Jetzt ist er gedreht. Also hernehmen, drehen. Und anpassen. Und damit kriege ich jede noch so ulkige Form raus, die da denkbar ist. Und am Ende könnte man das ganze Objekt natürlich oben und unten wieder abschließen, dass ich hergehe und so. Hier möchte ich gerne im Abschluss Endflächen drauf haben. So, und dann ist das ganze Ding abgeschlossen. Von den Sketchen stören mich jetzt ein bisschen die Gitter. Schalten wir das einfach aus. Irgendwo hängt hier noch was rum. Nicht alle erwischt. Okay, das ist auch gar nicht so wichtig.